Alle da, alle auf ihren Plätzen, genau. Ja, herzlich willkommen im Share. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich jetzt in so viele Gesichter gucken kann. Vor ein paar Tagen hatten wir noch nicht ganz so viele Anmeldungen. Und dass jetzt das mit der Kommunikation so gut geklappt hat, freut mich wirklich dreimal. Ich bin die Christine Lindner und ich bin im Verein Eine Schule für alle in Bayern e.V. der erste Vorstand. Und wir sind hier im Share. Wer war hier schon mal? Okay, also noch nicht alle. Dann würde ich kurz das Share erklären, damit Sie dann, wenn Sie nach Hause gehen, nicht nur über unseren Verein, sondern auch über das Share, mindestens an 5 oder bis 10 Leuten etwas weitererzählen. Der Share ist ein großes Zwischennutzungsprojekt, eine Bildungs- und Kulturlandschaft, ehemals die Allianz. Das heißt, Ende 2020 wurde es von der Allianz verkauft an einen Investor, die heißen Heinz. Nicht wieder Ketchup, sondern geschrieben H-I-N-E-S. Und die überlegen immer mal wieder, was sie mit solchen Gebäuden machen. Und weil dieses Gebäude aus den 80er Jahren sehr, sehr vertrackt und gar nicht so einfach zum einfach wegreißen ist, haben die ein Zwischennutzungsprojekt gemacht. Und hier drin wirken tatsächlich im Augenblick sehr, sehr viele Ehrenamtliche, ein Ort für Menschen, von Menschen. Und es gibt hier offene Bildungsräume, wie unter anderem hier das Kino. Also ihr befindet euch hier im Kino und hier zeigen wir im Augenblick donnerstags sehr gerne Bildungsfilme, zuletzt zum Beispiel die Kinder der Utopie. Nächste Woche werden wir die Stille Revolution zeigen und im März Systemsprenger. Also wer da gerne zu Film und Diskussion kommt, ist hier gut aufgehoben. Ansonsten gibt es hier weitere Bildungsräume wie eine Kreativwerkstatt, ein Fotostudio, Turn- und Tanzräume und generell für Ideen ist sehr, sehr, sehr viel Platz. Also wenn ihr da Interesse habt und noch mehr erfahren wollt, montags gibt es immer um 16.30 Uhr eine Führung. Die mache ich alle 2 Wochen. Wenn ihr den nächsten Montag kommt, wäre es ich. In 2 Wochen macht es dann wieder der Ecki. Der macht das auch sehr gut. Gut, so viel zum Share. Und unser Verein hat hier drin seit Anbeginn ein Büro. Wir sind ein Verein aus Bildungsinteressierten, Lehrerinnen, Schülerinnen, Eltern, die sich einsetzen für das längere gemeinsame Lernen in Bayern. Wir haben im Augenblick in Bayern kein offizielles längeres gemeinsames Lernen, inoffiziell ja, weil wir nämlich Privatschulen haben und 5 Schulen der besonderen Art. In Neuperlach kennt man das, die Orientierungsstufe zählt damit. Also, dass man da tatsächlich bis zur 6. Klasse gemeinsam lernen darf. Aber grundsätzlich werden in Bayern die Kinder nach der 4. Klasse getrennt und das teilweise sehr, sehr hart. Wie gesagt, wir setzen uns dafür ein, dass der Übertritt wegkommt und die Kinder einfach stressfreier lernen und die Lehrer stressfreier lehren können. Außerdem denken wir, dass diese Schulart in Sachen Inklusion die richtige wäre. Wir sind da extrem hinten dran, wie der ganze Süden Deutschlands. Da wird uns vielleicht die Frau Graf auch noch ein bisschen was dazu sagen. Oder da generell, wie es in Nachbarländern auch ausschaut. Und wir setzen uns natürlich für die Lernkultur, die Verbesserung der Lernkultur ein. Genau, wie machen wir das? Durch solche Veranstaltungen. Vielleicht noch 2 Hinweise. Wir sind in der Dachorganisation Forum Bildungspolitik. Da sind bis zu 50 Organisationen zu Hause, die sich für die Bildung von 0 bis 100 im Prinzip einsetzen. Wer ist da dabei? Der Bayerische Elternverband, die Caritas, die Paritätische, der Grundschulverband, um nur einige zu nennen. Unsere Vorsitzende ist die Simone Fleischmann vom BLLV, die kennt man und das ist auch gut so, weil die natürlich auch einen größeren Hebel oder Kommunikation zur Politik hat, den wir natürlich auch suchen. Also wir machen nicht nur Veranstaltungen, informieren euch, sondern wir wollen natürlich auch, dass die Politik davon was erfährt und vielleicht Ende dieses Jahres, wenn Wahlen kommt, ja, aufgerüttelt ist. Genau, und wir haben ganz neu ein Bündnis gegründet, Bündnis Gemeinschaftsschule Bayern, weil uns eben die Umsetzung von Gemeinschaftsschulen als weitere Schulart sehr, sehr am Herzen liegt.
Wenn ihr da mehr erfahren wollt, bitte, bitte gerne hinten Informationsmaterial wegnehmen, zum Newsletter eintragen oder zu weiteren Veranstaltungen kommen. Ich habe ja zwei genannt und wir haben auch immer wieder Online-Treffen für Leute, die sich mit uns engagieren wollen. Das nächste ist am 15. Februar als Online-Treffen. Wir machen das immer einmal online, einmal in Präsenz, einmal online, einmal in Präsenz. So, jetzt kommen wir zur Lisa. Wir haben vorne einen kleinen Büchertisch. Im Anschluss haben wir die Möglichkeit, noch weitere Bücher da entsprechend zu verkaufen. Die Yasemin verleiht auch Bücher, nicht jetzt von der Lisa, sondern generell, wenn es um Thema Bildung geht, weil wir so viele Bücher bei uns haben und wir möchten das einfach weiter zur Verfügung stellen. Also wenn da Interesse ist, einfach ansprechen. Genau. So, und jetzt zu Lisa. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich darf dich duzen, gell? Wir haben das ausgemacht. Und vielleicht ganz kurz die Anekdote, wie ich auf die Lisa gestoßen bin. Ich bin mit dem Auto hier vom Scher nach Hause gefahren und habe Bayern 2 gehört. Und da war ein ganz sagenhaftes Interview mit ihr. Kann ich nur empfehlen, kann man in der Mediathek oder Podcast nochmal nachhören. Und ich saß, mein Sohn saß neben mir und habe gesagt, hört ihr das an, genau so. Und ich habe dann gesagt, ich muss sie anschreiben, das habe ich dann gleich gemacht. Und die Lisa war dann ja auch gleich positiv und hat gesagt, ja, sie kommt gerne und liest aus ihrem Buch. Genau, zu Lisa Graf. Sie studierte Germanistik und Philosophie in Heidelberg und wurde dann Gymnasiallehrerin. Und ließ sich dann aber an Brennpunktschulen versetzen, an Real- und Hauptschulen. Und warum sie das gemacht hat, das erzählt sie uns jetzt und liest aus ihrem Buch. Ich freue mich sehr. Danke, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich total, dass so viele gekommen sind. Die ich jetzt nicht so hinter der Lampe sehe. Hallo nochmal. Ja, vielen Dank, Christine, für die Einladung. Ich habe mich natürlich sehr gefreut und ich finde es auch total schön, dass hier so engagierte Menschen arbeiten an diesem schönen Ort, der mich total beeindruckt, um ehrlich zu sein. Also auf jeden Fall später beim Rausgehen vielleicht nochmal was in die Spendenkasse schmeißen. Das ist schon eine tolle Sache, was hier passiert. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich da heute Teil von sein darf. Christine hat es ja schon kurz skizziert, also ich bin eigentlich Gymnasiallehrerin, habe dann aber ja, mich nicht wirklich versetzen lassen, weil ich nicht verbeamtet bin, sondern ich arbeite freiwillig im Angestelltenverhältnis und habe mich nach dem Gymnasium dann als Vertretungskraft an anderen Schulformen umgeschaut und bin dann da an einer Haupt- und Realschule im sozialen Brennpunkt gewesen, 3 Schuljahre lang. Den Begriff der Brennpunktschule, den können wir später auch ganz gerne nochmal kritisch beleuchten und problematisieren. Da kann ich dann auch nochmal beschreiben, was der Begriff für mich bedeutet, warum ich den bewusst verwendet habe und so. Und ja, also ich hatte da eine ganz ja, eine wahnsinnig schöne Zeit und auch eine sehr bewegte Zeit und eine bewegende Zeit und habe das dann eben in dem Buch niedergeschrieben. Also ich berichte in dem Buch einerseits von meinen Schülerinnen und Schülern, sowohl vom Gymnasium als auch von der Haupt- und Realschule. Und ich erinnere mich aber auch immer wieder an meinen eigenen Bildungsweg, der gestartet ist mit der Grundschule und dem gleichzeitigen Ereignis, dass ich meinen Vater sehr früh verloren habe. Und dieses Ereignis hat unsere Familie in eine krasse Schieflage gebracht. Und wie genau, das beschreibe ich in meinem Buch, aber so als Information an Sie und euch, falls ich da an Textstellen komme, damit Sie das einordnen können, worüber ich da spreche. Also ich berichte auch immer wieder aus meiner eigenen Vergangenheit. Und ich habe mich dazu entschieden, erstmal den Prolog zu lesen, weil ich weiß, dass viele hier sind, die das Buch noch nicht gelesen haben und der ja, leitet das nochmal so ganz schön ein. Werde danach aus 2 Kapiteln vorlesen und auch ein bisschen springen, also nicht wundern, wenn ich vor- und zurückblätter. Und zwischen diesen Kapiteln geben wir auch noch mal kurz Zeit, um Fragen zu stellen oder schon mal einen Beitrag zu bringen oder so. Und dann am Ende der Lesung wollen wir dann in die richtige Diskussion gehen. Also da ist auf jeden Fall noch Zeit, falls jemandem jetzt schon während dem Lesen irgendwas auf der Seele brennt. Da haben wir auf jeden Fall später noch Zeit. Gut, dann freue ich mich und fange jetzt einfach an. Haben Sie Scheiße gebaut?
Dina neigt ihren Kopf zur Seite und zieht die Augenbrauen hoch. Oder warum sind sie hier? Diese Frage stellen mir meine SchülerInnen immer wieder, wenn sie erfahren, dass ich eigentlich Gymnasiallehrerin bin. Dass ich jetzt bei Ihnen und damit an einer sogenannten Brennpunktschule unterrichte, bewerten die meisten von Ihnen als richtigen Absturz. Sie sind sich ihres schlechten Images sehr bewusst. Genau wie viele andere Personen aus meinem Umfeld, die mich mitleidig anschauen, wenn ich erzähle, wo ich arbeite. Sozialstunden? Hakt Dina nach. Oder hobbylos? Dabei war ich nicht traurig, als ich nach dem Referendariat keine feste Stelle zugeteilt bekam. Die potenzielle Verbeamtung auf Lebenszeit beunruhigte mich viel eher, also nutzte ich die Gelegenheit und sah mich nach Vertretungsstellen an anderen Schulformen um. An sogenannten Schulen im sozialen Brennpunkt, weit weg von der gymnasialen Ordentlichkeit und bei Lehrkräften meistens eher unbeliebt. Bei mir hingegen stellte sich ein unerwartetes Gefühl des Nachhausekommens ein, nachdem ich meine Vertretungsstelle an der neuen Schule angetreten hatte. Die Haupt- und Realschule in einer Stadt, die regelmäßig zu den hässlichsten Deutschlands gekürt wird, schien mich geradezu anzuziehen. 5 Jahre Studium an der Heidelberger Universität und knapp 2 Jahre Referendariat am Gymnasium lagen hinter mir. Und plötzlich saß das, wogegen ich mich mein gesamtes Studium über gewehrt und was ich mit aller Kraft von mir abzustreifen versucht hatte, vor mir. Meine Vergangenheit. Die Rastlosigkeit, die müden Blicke. Diese SchülerInnen schienen etwas umzutreiben, was mir bekannt vorkam. Kein Wunder also, dass ich die feste Stelle auf dem Gymnasium, die mir ein paar Monate später doch noch angeboten wurde, erstmal dankend ablehnte. Stattdessen beobachtete ich täglich die gar nicht mal so feinen Unterschiede zwischen meinen Klassen auf der Haupt- und Realschule und jenen, die ich am Gymnasium unterrichtet hatte. Und allmählich gelang es mir, Antworten auf so viele Fragen meiner Kindheit und Jugend zu finden. Frau Graf, sagen Sie jetzt, Sie können mir vertrauen, ich laber nicht. Stina verschließt ihre Lippen mit einem imaginären Reißverschluss und schaut mich verschwörerisch an. Was ist es, das die meisten meiner neuen SchülerInnen von den Jugendlichen unterscheidet, die ich zuvor auf dem Gymnasium in der Nachbarschaft unterrichtet habe? Sind es die Klamotten, die sie tragen? Die Sprachen, die sie sprechen? Die Pausenbrote, die sie essen? Mit der Zeit fing ich an zu begreifen. Nicht die Dinge, die sie tun, unterscheiden sie voneinander, sondern die Dinge, die so viele meiner neuen SchülerInnen nicht tun. Die Instrumente, die sie nicht spielen, die Orte, die sie nicht bereist haben, die Codes, die sie nicht kennen. Mir gefällt's ihr, antworte ich Stina schließlich schulterzuckend. Sie sieht mich skeptisch an. Ganz ehrlich, sie haben schöne Augen, aber mit ihnen stimmt was nicht, tut mir leid. Stina winkt ab und geht ins Klassenzimmer. Stina hat recht. Mit mir stimmt was nicht. Das habe ich in meiner eigenen Schulzeit gelernt. Das habe ich an der Uni gespürt und im Referendariat erlebt. Irgendetwas passt nicht. Und in dem Moment, in dem Stina ihrer Sitznachbarin einen Nackenklatscher gibt und aus dem Klassenzimmer ein lautes Stimmengemisch aus Beleidigungen und Lachen auf den Flur dringt, dämmert es mir. Das hier ist eine andere Klasse. Eine Klasse, die von der Gesellschaft abgehängt und von unserem Bildungssystem benachteiligt wird. Eine Klasse, der nicht zugehört wird, weil sie am Rand steht. Ein großer Teil der Gesellschaft begegnet diesen Kindern und Jugendlichen mit Vorbehalten, rümpft die Nase über die Art, wie sie sich kleiden, über die Melodie ihrer Sprache, über das, was sie essen. Über die Musik, die sie hören und die Tatsache, dass sie ambitionslos auf öffentlichen Plätzen rumhängen. Dieser Teil der Gesellschaft versteht nicht, wieso die Kinder 0,5 Liter Cola-PET-Flaschen zur Schule schleppen, statt Wasser in der Edelstahlflasche. Warum viele von ihnen übergewichtig sind und in ihrer Freizeit trotzdem zocken, statt in den Sportverein zu gehen. TikTok-Videos drehen, statt Ballett zu tanzen. Was übersehen wird, das vermeintliche Fehlverhalten vieler dieser Jugendlichen entsteht aus einem Mangel an Unterstützung und Halt. Es entsteht aus Langeweile und Frust. Und aus Diskriminierung. Von Seiten der Politik, aber auch von Seiten der Gesellschaft, die sie täglich umgibt. In diesem Buch wird es um Grund-, Haupt-, RealschülerInnen, GymnasiastInnen, Studierende, Arbeitslose und AkademikerInnen gehen. Es wird um meine SchülerInnen, um LehrerInnen und um mich gehen. Darum, wie ich den Weg an die Universität gefunden habe und warum ich das nicht der Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems verdanke. Es wird um Noten, Leistung und Verweigerung gehen. In diesem Buch geht es um diejenigen, die von der Mehrheitsgesellschaft abgehängt werden
und um meine Erfahrungen auf beiden Seiten. So, das war der Prolog. Und jetzt beginne ich mit der eigentlichen Lesung. Ich lese jetzt aus dem Kapitel 2, das heißt das Chaos im Schulranzen, Chancen auf dem Rücken. Alpislan aus der 6. und ich haben ein Problem. Sein Arbeitsheft, oder besser, kein Arbeitsheft. Es beginnt ganz harmlos in einer der ersten Deutschstunden in diesem Schuljahr. Ich will, dass die Kids Aufgaben in ihrem Arbeitsheft bearbeiten. Das Arbeitsheft ist ein begleitendes Aufgabenheft zum Deutschbuch sowie das Workbook im Englischunterricht. Das war meinem Verlag ganz wichtig, dass wir das da reinschreiben für alle, die jetzt keine Lehrkräfte sind und das vielleicht nicht wissen. Es muss in der Regel zu Beginn des Schuljahres von den Eltern der Kinder bestellt und gekauft werden. Alpislan ruft aus der letzten Reihe nach vorne. Ich habe kein Arbeitsheft. Und ich rufe zurück. Warum nicht? Keine Ahnung. Seine Begründung ist so unkreativ wie mein Lösungsvorschlag. Okay, dann red mal mit deinen Eltern. Er nickt und ich gebe ihm und ein paar anderen SchülerInnen eine Kopie auf der Aufgaben, die ich zur Sicherheit vorher gemacht habe. In der nächsten Stunde kontrolliere ich die Hausaufgaben. Als ich bei Alpi und seinem leeren Tisch vorbeikomme, zuckt er mit den Schultern. Ich habe ja kein Heft. Aber ich habe dir doch eine Kopie gegeben. Ach so, ich glaube, die habe ich verloren. Er fischt einen augenscheinlich sehr schweren, halboffenen Rucksack unter dem Tisch hervor, um ihn genervt auf seinen Schoß zu hieven. Lustlos öffnet er den Reißverschluss bis zum Anschlag, sodass der komplette Inhalt erst zur Seite rutscht und sich dann schließlich schwallartig aus dem Rucksack ergießt. Zum Vorschein kommen sämtliche Zettel, die er in diesem Schuljahr und vielleicht auch schon im letzten gesammelt hat. Dazwischen ein paar alte, leere Schnellhefter, so etwas wie Hefte, ein oder zwei Bücher. Das alles liegt jetzt kreuz und quer auf dem Boden um ihn herum verteilt. Fluchend taucht er ab, bevor er anfängt, den Inhalt seines Rucksacks zusammenzurudern. Ich finde den nicht. Immer noch rudern schaut er von unten zu mir hoch und ich notiere mir einen Hausaufgabenstrich. Der wievielte ist das? Jetzt scheint er einigermaßen besorgt. Der zweite, antworte ich. Easy. Mit abwinkender Handbewegung streicht er seine Sorgen vom Tisch und taucht wieder ab in sein Zettelmeer. Nach dieser Stunde schreibe ich Alpi die erste Elternmitteilung, in der ich darum bitte, das Arbeitsheft zu besorgen. Zur Sicherheit schreibe ich den genauen Titel, den Link zur Bestellung und die ISBN mit auf den Zettel. Die Notiz sollen die Eltern unterschreiben und Alpi soll sie wieder zurückbringen. Nichts davon passiert. Stattdessen öffnen sich ein paar andere Baustellen. Das Schuljahr läuft und Alpi wird es jetzt nicht nur in Deutsch langweilig, hinten in der letzten Reihe ohne passendes Material. Er hat keine festen Schulhefte, lediglich einen Block. Ihm fehlen Bücher, er vergisst grundsätzlich Zettel und wenn er sie in seinem Rucksack wiederfindet, sind sie in unbrauchbarem Zustand. Die LehrerInnen beschweren sich bei ihm. Dein Heft, dein Buch, der Zettel, ach komm, du musst doch, das geht so nicht. Die Mutter unerreichbar, der Vater unauffindbar. Einige Lehrkräfte kopieren noch weiter Arbeitsmaterial für Alpi, das er wieder verlieren wird. So läuft es eine Weile, aber es dauert nicht lang, da ist Alpi richtig frustriert. Er hat keinen Bock mehr. Er hat keinen Bock auf Anschiss und keinen Bock auf Extrawürste in Form von Kopien. Alpi hat keinen Bock mehr auf das ganze Chaos und den Ballast, den er auf seinem Rücken trägt. Also fängt er an, die Kopien, die die LehrerInnen ihm mitbringen, erst gar nicht mehr in seinen Rucksack zu stopfen, sondern Papierflieger daraus zu bauen. Manchmal lässt er sie einfach liegen. Seine LehrerInnen treten darauf und ärgern sich. Dafür habe ich dir die Kopie gemacht? Sie hören irgendwann auf mit dem Extra-Service. Alpi, der fast nie die Hausaufgaben erledigt, kann in manchen Arbeitsphasen nicht mehr mitarbeiten und ist gezwungen, bei seinem Sitznachbarn reinzuschauen. Das funktioniert nicht, mal weil sie beste Freunde sind, mal weil sie sich hassen. Jedenfalls bekommen beide nichts mehr vom Unterricht mit. Alpi bekommt dafür schriftliche Ermahnungen, die ins Leere laufen. Er ist und bleibt das pure Chaos. Unselbstständig, zerstreut, latent aggressiv. Wenn ich Kinder wie Alpi sehe, denke ich zwangsläufig an meinen Bruder. Wie er in seinem Zimmer steht mit hängenden Schultern, müde und ratlos. Alle Dinge, die er besitzt, Klamotten, Videospiele, Bücher, CDs, sämtliche Kabel und Plastikflaschen, türmen sich in der Mitte des Zimmers zu einem riesigen Berg. Mein Bruder steht davor, fängt den Wiederaufbau an und ich helfe ihm.
Schweigend arbeiten wir uns daran ab. Ein Teil nach dem anderen muss an einen sinnvollen Platz. Räum endlich auf. Das war der Auftrag, den meine Mutter ihm beim Herausgehen resigniert aufgetragen hatte. In ihrer eigenen Ratlosigkeit hatte sie kein Teil ausgelassen und alles, was er besaß, auf den Boden geworfen. Jetzt sollte er am Zug sein. Es war der größte Streitpunkt zwischen ihm und meiner Mutter, die Unordnung. Mein Bruder liebte es, zu tüfteln, und er interessierte sich für alles, was mit Computern zu tun hatte. Ständig saß er mit einem Feuerzeug und irgendwelchen dünnen Kabelfasern vor seinem schrottigen PC und lötete die Kabel zusammen, pustete Staub aus Rillen oder schraubte Abdeckplatten ab und wieder an. Weil sein Computer immer wieder kaputt ging und ihm niemand einen neuen kaufen konnte, versuchte er sich selbst zu helfen, um sein Hobby ausleben zu können. Aus dem staubigen Gewirr aus seinem Schreibtisch ragte hier und da ein Schulheft heraus, das, wenn überhaupt, als Unterlage zum Löten diente. Meine Mutter, überfordert, traurig und instabil, fühlte sich von seiner Unordnung regelrecht bedrängt. Das Zimmer meines Bruders wurde zum Symbolbild ihres mentalen Zustands. Sie schien keine Kontrolle mehr darüber zu haben. Obwohl er es war, den sein Zimmer am wenigsten störte, versuchte mein Bruder immer wieder, dem Wunsch meiner Mutter nachzukommen, irgendwie für Ordnung zu sorgen. Aber ein Kind allein kann schlecht das Aufräumen anfangen, wenn das Leben, das es umgibt, das reinste Chaos ist. Wenn Plätze frei sind, die nicht frei sein sollten, zum Beispiel durch den Verlust des Vaters. Wenn es zu viele schmutzige Ecken gibt, an die sich keiner mehr herantraut. Während Kinder wie mein Bruder oder Alpi damit zu kämpfen haben, ihre Arbeitsmaterialien zu besorgen und instand zu halten, fährt Jonas, ein 13-jähriger Gymnasiast, mit seiner Mutter zum Schreibwarenhandel. Gemeinsam besorgen sie Styroporkugeln, Holzstäbchen, Nylonfaden und Acrylfarben, um ein Planetenmobilier für den Biologieunterricht zu basteln. Unbekümmert hatte er die Anleitung von der Schule mit nach Hause gebracht und seiner Mutter in die Hand gedrückt. »Was soll der Scheiß?«, hat er gefragt. Und seine Mutter hat dasselbe gedacht, sich aber zusammengerissen und nur ein bisschen vor sich hingemeckert. Dann hat sie einen Termin abgesagt, weil die Abgabe des Mobilis schon für den nächsten Tag angesetzt war. »Wir haben momentan nur noch diese Acrylfarben«, sagt die Verkäuferin und zeigt auf die teuersten. »Hauptsache Farben«, denkt Jonas Mutter und greift zu. Zu Hause googeln sie gemeinsam an einem der heimischen Computer das Planetensystem, und weil Jonas keinen Bock hat, bastelt seine Mutter das Mobile am Ende beinahe allein. »Aber du bleibst wenigstens hier sitzen und guckst zu«, ermahnt sie ihren Sohn, der lieber zocken will, wie die meisten Kinder in seinem Alter. Seine Mutter bewegt ihn immerhin noch dazu, die Kugeln selbst zu bemalen, damit die Planeten nicht zu schön werden und ihm womöglich Nachteile entstehen. Jonas bekommt eine 2 und seine Mutter ist ein klein wenig beleidigt. Sie hatte sich doch so viel Mühe gegeben. Als ich auf dem Gymnasium mein Referendariat machte, war ich selbst eine dieser Lehrerinnen, die den Kindern kuriose Bestellungen mitgab. Ich veranstaltete mit den Kindern zum Beispiel ein Theaterstück und alle mussten verschiedene Requisiten mitbringen. Einen Kompass etwa oder eine Wünschelrute. Dinge, die man nicht unbedingt zu Hause herumliegen hat. Ich machte mir damals nicht allzu viele Gedanken darüber. Ich hatte wenig Unterrichtserfahrung und selbst noch nicht die Erfahrung, Schulkinder zu haben. Alle brachten also die entsprechenden Requisiten mit und ich hinterfragte es nicht weiter. Es klappte einfach. Dann kam ich auf die Brennpunktschule und plante mit meiner 7. Klasse eine Bastelarbeit zur Dekoration unseres Klassenzimmers. Wie selbstverständlich verteilte ich Dinge, die besorgt werden mussten, auf die SchülerInnen. Die wiederum schienen richtig Lust auf das kleine Projekt zu haben und meldeten sich bereitwillig für die Besorgung von Glitzer, Transparentpapier, Wolle und so weiter. Als wir dann basteln wollten, hatte niemand die Sachen dabei. Niemand. Seitdem habe ich noch ein paar Mal unrealistisch geplant und mittlerweile gelernt, die Sachen selbst mitzubringen. Man könnte daraus jetzt den Schluss ziehen, dass die Kids auf dem Gymnasium zuverlässiger sind. Vielleicht sogar schlauer, weil sie offensichtlich besser organisiert sind. Oder man schaut hinter die Kulissen und erkennt, dass es in der Regel nicht die Kinder sind, die sich und ihr Zeug so vorbildlich organisieren, sondern ihre Eltern. Der These, dass Erfolg am Gymnasium maßgeblich von der Unterstützung der Eltern abhängt, wird häufig widersprochen. Dabei wird gern auf jene gezeigt, die es ganz allein zum Abitur und darüber hinaus geschafft haben.
Durch den Blick auf solche Erfolgsgeschichten entsteht leicht der Eindruck, die SchülerInnen müssten sich nur genug anstrengen, genug Biss haben. Diesem falschen Eindruck liegt ein typisches sozialpsychologisches Phänomen zugrunde, der Survivorship Bias, auf Deutsch auch Überlebensirrtum genannt. Er beschreibt die Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit, in einer Sache Erfolg zu haben, systematisch überschätzt wird. Die wenigen Menschen nämlich, die trotz aller Widrigkeiten Erfolg im Bildungssystem haben, sind öffentlich viel stärker präsent als die vielen anderen, die an den Hürden ihres Bildungswegs gescheitert sind. Ihre Geschichten bleiben in den Köpfen hängen und die große Mehrzahl der SchülerInnen, die auf der Strecke bleibt, ist kaum sichtbar. Tatsächlich hat längst nicht jeder die Möglichkeit, einen sogenannten Bildungsaufstieg zu schaffen, auch wenn es vereinzelt Menschen hinbekommen. Die vielen Stimmen derer zum Beispiel, die es trotz ihres Potenzials gar nicht erst von der Grundschule aufs Gymnasium geschafft haben oder es wieder verlassen mussten, kommen in dieser Erzählung nicht zu Wort. Genau diese Kinder müssen aber der Maßstab sein, wenn es um die Frage geht, ob Chancengleichheit herrscht. Es ist Augenwischerei, einzelne Erfolgsgeschichten, die stark von der Norm abweichen, als Beweis für die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems heranzuziehen. Abgesehen davon halte ich es für wenig hilfreich, immer nur das Endprodukt einer Bildungsbiografie zu betrachten. Am Ende steht in den Lebensläufen der Aufsteigerkinder vielleicht das Abitur oder der Bachelor. Was aber nirgendwo steht, ist die gefühlte Unzulänglichkeit, die sie in unzähligen Situationen gespürt haben und die oft ihren Alltag bestimmt hat. Wie oft haben sie sich geschämt oder viel mehr anstrengen müssen als diejenigen, die Unterstützung bekommen haben, die ihnen zustand? Wie oft haben sie gespürt, dass sie und ihre Eltern irgendwie nicht richtig dazugehören? Man könnte meinen, inzwischen habe sich etwas geändert und die Schulen hätten erkannt, dass zu viele Kinder in diesen Strukturen abgehängt werden. Die Wahrheit ist, das Bildungssystem hat sich in den letzten 20 Jahren, abgesehen von zahlreichen und wenig erfolgreichen Mikroreformen, in seinen Grundzügen nicht verändert. Entsprechend tragen die Eltern oder die LehrerInnen von heute ebenso wenig die Verantwortung für das Scheitern jener Jugendlichen, um die es in diesem Buch noch gehen wird. Es sind die Strukturen, die diese Kinder vernachlässigen. Es gibt kein ausreichendes Netzwerk, niemanden, der sie betreuen könnte. Stattdessen versuchen einzelne engagierte Lehrkräfte, ihre Schützlinge irgendwie auf den richtigen Weg zu bringen. Und so hängt es vom persönlichen Glück der SchülerInnen ab, ob sie zufällig an eine Lehrkraft mit ausreichend Kapazität geraten oder eben nicht. Bei genauerem Hinsehen scheint es also fast absurd. Eine Institution wie die Schule macht sich zur Aufgabe, ausnahmslos alle Kinder dieses Landes zu begleiten und zu prägen. Alle diese Kinder sollen sich bilden, um nichts Geringeres zu werden als die zukünftige Gesellschaft. Diese Bildungsreise starten alle Kinder qua Gesetz gemeinsam, was sich erstmal nach Gerechtigkeit anhört. Doch um von diesem Startpunkt aus auf die richtige Bahn zu kommen, bedarf es viel Unterstützung. Schule aber ist so organisiert, dass sie längst nicht in der Lage sein kann, diese Unterstützung für alle zu gewährleisten. Sie übergibt diese Aufgabe wie selbstverständlich an die Elternhäuser der Kinder. Und damit hängt es von nichts anderem als der sozialen Herkunft ab, ob und wie diese Kinder ihre Reise bestreiten. Das war der erste Teil. Okay. Als nächstes lese ich aus dem vierten Kapitel vor. Da geht es weniger um die Vormittage in der Schule, sondern eher um die Nachmittage und um Talente. Das heißt deswegen auch Talente entdecken, Chancen in der Freizeit. Als ich an einem Montagvormittag die Tür zum Klassenzimmer der siebten Klasse des Hauptschulzweigs öffnen will, bewegt sich die Klinke kein Stück nach unten. Jemand scheint auf der anderen Seite dagegen zu halten. Ich höre lautes Bollern, Gekreische und Gerumpel und schlage mit der flachen Hand gegen die Tür. Jetzt lässt sich zumindest schon die Klinke runterdrücken. Doch ich kann die Tür nur mit aller Kraft ruckartig ein kleines Stück aufziehen, bevor sie wieder knallend von der anderen Seite ins Schloss gezogen wird. In einem dieser kurzen Momente sehe ich Nikos Gesicht, das er von innen gegen den Türrahmen presst, um auf die andere Seite blicken zu können. Als unsere Blicke sich treffen, seiner etwas irre Lachen, meiner ein bisschen wütend und leicht panisch, lässt er plötzlich den Türgriff los, sodass ich durch mein eigenes energisches Ziehen mit der Tür nach hinten stolpere und mich gerade so noch halten kann, um nicht hinzufallen. Nico,
einen guten Kopf größer als ich und einigermaßen massig gebaut, springt mir heldenhaft zur Seite und tätschelt mich am Arm. Ey, ich schwöre, Frau Graf, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Ich schwöre auf meine Mutter. Nikos Mutter will von ihm zwar nicht viel wissen und er hasst sie dafür. Aber dass er sie mit ins Spiel gebracht hat, finde ich trotzdem ein bisschen ehrenhaft und ich versuche, mich nicht zu sehr aufzuregen. Lass mal gut sein, sage ich beschwichtigend, während ich ins Klassenzimmer gehe und durch Armwedeln und lautes Rufen versuche, den aufgeregten Haufen an 13-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Als endlich alle sitzen, stelle ich die rhetorische Frage, was denn heute los sei, und bekomme die Antwort von Adnan. Die sind nicht ausgepowert, weil Wochenende war, sagt er und lehnt sich entspannt an den Tisch hinter ihm, an dem Nico sitzt. Digga, deine Mutter hat mich ausgepowert, ruft er jetzt und versucht Adnan durch heftiges Ruckeln von seinem Tisch abzuschütteln. Kurz bleibt die Zeit stehen und die Klasse hält die Luft an, aber Adnan ist heute gut drauf, kippelt wieder nach vorn und lässt es mit einem fast freundlichen Halt dein Maul gut sein. Damit das hier nicht doch noch eskaliert, greife ich nach dem dünnen Strohhalm, den er ins Spiel gebracht hat, und frage Adnan. Was hast du denn am Wochenende gemacht, dass du so ausgeglichen bist? Ich hatte Turnier, sagt er stolz, und Nico bewirft ihn von hinten mit einer Papierkugel. Ich ignoriere Nico und stelle ein paar Fragen. Was für ein Turnier? Fußball, cool. Und wo spielst du? Im Verein, schön. Und wer hat gewonnen? Ihr nicht? Egal, nächstes Mal. Und die anderen, was stand bei euch am Wochenende an? Ein gelangweiltes Stimmengemisch antwortet nichts, gechillt, gezockt, und Nico sagt was von geblasen, aber auch das geht unter in der raumausfüllenden Überdrüssigkeit eines vorbeigeplätscherten Wochenendes und meinem unbeholfenen Versuch, dazu ein Gespräch zu führen. Das ist nicht das erste Mal, dass die Frage nach dem, was die Kids in ihrer Freizeit machen, in ein betretenes Schweigen mündet und zu einer ungewohnt nachdenklichen und gedrückten Stimmung führt. Ein vorzeigbares Hobby zu haben, ist ein Klassenmerkmal. Für mich, um genau zu sein, ein Gymnasialklassenmerkmal. Denn vor ein paar Jahren, als ich noch auf dem Gymnasium Referendarin war, habe ich die Frage nach dem Wochenende grundsätzlich ans Ende der Stunde geschoben, weil sonst kein Unterricht mehr möglich gewesen wäre. Fast alle Kids hatten spannende Sachen von ihrem Leben zu erzählen, in denen sie so selbstverständlich zu Hause waren, dass mir beim Zuhören warm ums Herz wurde. Da waren Aileen und Leon, die Hockey spielten. Konstantin, der im Chor sang. Anna, die fotografierte und sogar schon einmal eine kleine Ausstellung organisiert hatte. Viele Jungen spielten Handball oder Fußball im Verein. Einige Mädchen tanzten. Es gab Kinder, die Klavier spielten, Geige oder Schlagzeug. Jedes einzelne dieser Kinder hatte Hobbys, für die man entweder irgendwo angemeldet werden musste oder für die eine Art Ausrüstung benötigt wurde. In den meisten Fällen traf beides zu. Die Antworten der SchülerInnen auf dem Gymnasium lösten damals eine seltsame Beklemmung in mir aus, die ich zu dem Zeitpunkt nur schwer einordnen konnte. Heute glaube ich zu wissen, dass meine SchülerInnen genau dasselbe Gefühl empfinden, wenn die Sprache auf das Thema Freizeit kommt. Und ich verstehe sie. Wenn ich in ihre müden und zugleich rastlosen Augen blicke, dann erinnere ich mich zurück an meine eigenen langen Nachmittage, die ohne Sinn und Struktur waren, mir endlos erschienen und nur durch halblegale Aktionen und Substanzen an Fahrt aufnahmen. Nachmittage, an denen meine Freundinnen und ich rumhingen, auf den Boden spuckten und, wenn es zu langweilig wurde, in den Supermarkt gingen. Man könnte davon ausgehen, dass sich eine Leidenschaft oder ein Interesse allein aus dem eigenen brillanten Charakter formt. Das ist nicht so. Eine Leidenschaft oder ein Interesse zu entwickeln und zu verfolgen setzt Privilegien voraus. Interessen entstehen durch Teilhabe. Sie entstehen, wenn ich als Kleinkind Steine ins Wasser schmeiße oder mit einem Stock Linien in den Kies ziehe. Sie entstehen in den Momenten, wo ich im Puppentheater über den tollpatschigen Kasper lache, vom Beckenrand in die Arme einer lachenden Person springe. Sie entstehen auf dem Bauernhof, wenn ich die Hühner füttern und das Pferd striegeln darf. Sie entstehen beim Musikhören und Verstehen, beim Ausprobieren, beim Trommeln, beim Tüfteln und Mithelfen, beim ersten Versuch, über den Balken zu balancieren und dem Gefühl der Hand, die mich geduldig darüber führt. Sie entstehen bei der Aufführung, für die wir Wochen geprobt haben, und bei der Mama und Papa zuschauen und filmen und das Video danach an die gesamte Verwandtschaft schicken. Sie entstehen, wenn mir die Welt erklärt wird, wenn ich Gefühle zeigen darf, wenn jemand mit mir meine Wut aushält.
wenn ich eine Medaille bekomme oder auf einem Siegertreppchen stehe, wenn ich an etwas scheitere und trotzdem nochmal etwas anderes beginnen darf, wenn ich die richtige Ausstattung bekomme, wenn mich jemand zu dem wichtigen Spiel der wichtigen Aufführung fährt, wenn ich zufällig eine Lehrkraft habe, die aus freien Stücken mehr in ihren Job investiert, als es der Durchschnitt tut. Wenn diese Dinge passieren, dann stehen die Chancen gut, dass ich an meinem 18. Geburtstag eine Kiste von meinen Eltern in die Hand gedrückt bekomme, die allerlei Erinnerungen an meine Identitätsbildung enthält. Fotos, Urkunden, Malereien, Stempel, Mappen, Abzeichen. Ich habe erfahren, dass das Leben interessant ist. Ich habe Fähigkeiten entwickelt, die ich weiterverfolgen kann. Darüber hinaus habe ich gelernt, dass es mir zusteht, etwas auszuprobieren. Dass es nicht nur für die anderen ist, sondern tatsächlich auch für mich. Die Ausbildung von Talenten und Fähigkeiten ist also sehr eng mit dem Elternhaus verknüpft. Was brauchen diejenigen Kinder, denen ein unterstützendes Elternhaus fehlt, damit sie ihr Leben ebenso auskosten und gestalten können? Sie brauchen einen Ort außerhalb vom eigenen Zuhause, der ihnen genau diese Möglichkeiten gibt, an dem sie sich ohnehin aufhalten. Die Schule hat aufgrund der gesetzlichen Schulpflicht sehr viel Potenzial, dieser Ort zu sein. Schließlich versammeln sich dort alle Kinder, unabhängig von ihrem Elternhaus, tagtäglich. Es ist also naheliegend, hier anzusetzen und die Möglichkeiten zu erweitern. Was kann Schule nun konkret tun? Die Antwort ist frustrierend und ermutigend zugleich. Sehr viel. Schule könnte den Kindern und Jugendlichen genau das ermöglichen, was ihnen zu Hause aus verschiedensten Gründen nicht geboten werden kann, sie aber so dringend brauchen. Sie könnte neben der vormittaglichen Vermittlung von gezieltem Fachwissen auch ihre Nachmittage ausfüllen. Und zwar nicht nur, indem sie die Kids einfach weiter betreut, damit die Eltern zur Arbeit gehen können, sondern indem sie Angebote macht, die die SchülerInnen wirklich abholen. Indem sie ein Netz an Bezugspersonen, Freizeitangebot und psychosozialer Beratung spannt, von dem die Kinder aufgefangen werden. Egal, aus welchem Milieu sie kommen. Die Schule ist dann kein vom Rest des Lebens losgelöster Ort, sondern Dreh- und Angelpunkt kulturellen und gesellschaftlichen Geschehens. Dazu arbeitet die Schule eng mit anderen Institutionen zusammen. Mit der Stadt, mit Kunst- und Musikschulen, mit Turn- und Sportvereinen und mit der Universität. Damit kein Kind abgehängt wird, ist eine Infrastruktur nötig, die die Eltern, das Lehrpersonal und damit auch die SchülerInnen umfassend unterstützt. Das Bildungssystem müsste diese Infrastruktur von der ersten Klasse an vorgeben und ein Netz aus Instanzen spannen, die sich gegenseitig stützen, auffangen und ergänzen. LehrerInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, SchulbegleiterInnen, PädagogInnen. Sie müssten zusammenarbeiten, damit einzelne Lehrkräfte nicht dauerhaft überengagiert sein müssen, um das Nötigste zu gewährleisten. Das Nötigste bedeutet auf der Schule im sozialen Brennpunkt übrigens etwas anderes als auf dem Gymnasium im bildungsbürgerlich geprägten Stadtteil. Während eine Lehrkraft auf dem gut situierten Gymnasium vielleicht noch Kapazitäten hat, ihr Engagement tatsächlich in Form von Zusatzangeboten zum Ausdruck zu bringen, verlangt ihr die Brennpunktschule im Alltag einiges mehr ab. Hier fallen die Zusatzstunden eher an, weil Briefe ans Jugendamt, an die Förderschule oder die SozialarbeiterInnen geschrieben werden müssen. Hier ist es Alltag, in der Pause zwischen eine Schlägerei zu springen oder auch schon nach zwei Stunden unter den SchülerInnen mehr Beleidigungen gehört zu haben als normale Sätze. Das zwischenmenschliche Anspannungslevel ist deutlich höher und nicht selten eskalieren Situationen. Das Problem ist aber, das Bildungssystem bietet keine entsprechende Infrastruktur. Und die Schulen im sozialen Brennpunkt bekommen sogar strukturell weniger Unterstützung als die ohnehin schon privilegierten Schulen. Das äußert sich vor allem im Personalnotstand. Schulen wie meine finden nur schwer Lehrkräfte, weil die Lehrkräfte in der Regel nicht an solchen Schulen unterrichten wollen. Es gibt nämlich auch unter Haupt- und Realschulen solche, die pädagogisch weniger herausfordernd sind als beispielsweise meine Schule. Zum Beispiel unterscheiden sich Schulen in ländlichen Regionen in der Regel sehr deutlich von Stadtschulen. Die wenigsten ausgebildeten Lehrkräfte wollen freiwillig an Brennpunktschulen unterrichten, weil sie wissen, wie dort die Zustände sind. Sie erfahren von ihren KollegInnen, wie viele Versetzungsanträge an diesen Schulen gestellt werden, wie ohnmächtig sich die Lehrkräfte dort fühlen, wenn sie alleine vor 20 HauptschülerInnen stehen und keinen Zugang finden. Sie erfahren von der fehlenden Kooperationsbereitschaft der Eltern und den wenigen Ambitionen der SchülerInnen.
von der fehlenden finanziellen Unterstützung, etwa für die Schulhofgestaltung oder die digitale Ausstattung. Brennpunktschulen haben nicht ohne Grund ein schlechtes Image. Eine attraktive Arbeitsstelle sieht für viele anders aus. Was ist es für ein Signal an unsere Jugendlichen, dass sie in der Schule von überlastetem Personal betreut werden? Was ist es für ein Signal an die Eltern und Lehrkräfte, dass jede Aktivität, die über den Unterricht hinausgeht, gestrichen wird, weil die Personalsituation nicht vernünftig geregelt ist? Geht irgendjemand davon aus, dass das unseren Kindern egal ist, dass sich Menschen mit gesellschaftlich erwünschten Eigenschaften wie Ausdauer, Teamgeist, Engagement und Fachwissen einfach aus sich selbst heraus entwickeln, trotz aller destruktiven Dynamiken, die nicht nur, aber vor allem an Brennpunktschulen am Werk sind? Okay, das war jetzt der dritte Teil. Und vielleicht machen wir da so die erste kleinere Diskussionsrunde, weil der Schluss geht dann relativ schnell. Ja, also Beispiele findet man vor allem außerhalb von Deutschland. Also gerade die, also wie immer so die skandinavischen Länder sind dann natürlich ein riesiges Vorbild und es ist auch tatsächlich so, also zum Beispiel auch Finnland wird oft so ein bisschen, wenn man darauf verweist, wird man oft so ein bisschen belächelt, weil ja, Finnland das gelobte Land und da gibt es aber auch viel weniger Menschen und so weiter. Aber tatsächlich gibt es auch zum Beispiel in Kanada, in den Niederlanden mittlerweile, Dänemark, Schweden, das sind alles Länder, die so eine Schule haben, wie ich sie hier im Grunde genommen skizziere. Also meine Ideen in diesem Buch sind auch nicht neu, sondern das ist einfach nur abgeguckt im Grunde genommen von anderen Schulen in anderen Ländern. Und in Deutschland gibt es Schulen, die das machen, zum Beispiel Gemeinschaftsschulen. Also in Baden-Württemberg gibt es da auch schon einige. Aber es gibt das große Problem, das ist sowohl bei Gemeinschaftsschulen als auch bei Gesamtschulen der Fall, dass solange wir diese, oder bei jeglichen Modellschulen auch, solange wir diese Schulformen haben und noch die Alternative daneben haben, also das Gymnasium, werden sich diese Schulen niemals etablieren, weil es einfach viel zu große Vorurteile gibt und die immer noch auch primär in sozialökonomisch benachteiligten Stadtteilen angesiedelt sind, diese Schule, also auch wieder dieses Milieu anziehen und sich dann die Eltern mit jetzt, sage ich mal, einem bildungsbürgerlichen Hintergrund auch wieder eher davon abgrenzen und distanzieren wollen. Also diese Schulen haben immer so ein bisschen einen Touch von nicht so gut wie das Gymnasium zu sein. Und deswegen denke ich, solange wir uns nicht trauen, wirklich zu sagen, wir machen nur noch Gemeinschaftsschulen, werden wir dieses Problem auch nicht lösen. Weil innerhalb von diesen kleinen Schulen funktioniert das dann vielleicht, aber natürlich nicht auf die Gesellschaft bezogen. Ja. Ja, da schneiden Sie ein wichtiges Thema an. Also man muss immer ein bisschen aufpassen. Brennpunktschulen kriegen von der Politik oft so Programme als Unterstützung angeboten. Ich hatte da vor 2 Wochen auch einen großen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, ich weiß nicht, ob ihn hier jemand zufällig gelesen hat, wo ich genau darüber schreibe, nämlich über diese Förderprogramme, die die Länder den Schulen stellen. Und das hat so ein bisschen was von Symbolpolitik, um ehrlich zu sein, weil natürlich ist es wichtig, also zum Beispiel an meiner Schule gab es auch so ein Programm, da fließt dann auch einigermaßen viel Geld und die Schule ist dann wird dann dazu angehalten, also erstmal muss man sich auf dieses Programm bewerben, ja, das heißt, da ist eine deutliche Zusatzbelastung für die Schulleitung und dann wird eine Steuergruppe etabliert, dann müssen Umfragen gemacht werden im Kollegium, also es muss ganz viel in der Schule organisiert werden, um dieses Programm überhaupt umsetzen zu können. Und viele Schulen kommen gar nicht dazu, diese Anträge zum Beispiel zu stellen, weil einfach an diesen Schulen so ein großer Personalmangel herrscht, dass teilweise Löcher im Stundenplan einfach nur gestopft werden müssen, Hauptfächer wegfallen und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich schon wieder unfair, ja, dass die sich überhaupt so anstrengen müssen, um Hilfe zu bekommen, aber okay. Wenn wir uns dann mal die Hilfe genauer angucken, ist es ganz oft so, also jetzt zum Beispiel in meinem konkreten Fall, weil es das
ganz gut veranschaulicht. Wir haben dann lange mit der Steuergruppe überlegt, wo kann das Geld hinfließen. Und letztendlich ist dieses Geld in einheitliche Lehrmaterialien für die Deutsch-Intensivkinder geflossen. Das heißt, für die Kinder, die zum Beispiel Flüchtlingskinder sind, die sind ungefähr 50 Kinder pro Schuljahr, die an der Schule einfach so eintrudeln, zum Teil noch nicht mal alphabetisiert sind. Mit denen muss sich das Gymnasium ja jetzt zum Beispiel gar nicht auseinandersetzen, weil die Kinder, die von geflüchteten Familien aufs Gymnasium kommen, meistens schon ein bisschen Deutsch können und so, ja. Okay, einheitliche Lehrmaterialien. Eine Stadtführung für diese Kinder, damit sie überhaupt mal wissen, wo sie sich befinden. Und ein iPad-Regal auf Rollen, um ein paar dieser Kinder zu alphabetisieren. Das heißt, und dann war auch erstmal das Geld erschöpft und die Schule ist weiterhin in dem Programm, aber so von diesem ersten Geld hat eigentlich 95% der Schülerschaft nichts gesehen. Und das ist immer so ein bisschen die Problematik bei diesen Angeboten. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch der Digitalpakt. Das ist ja bestimmt hier ein Begriff für viele. Da sind ja bisher sehr wenige Mittel überhaupt beantragt worden. Und wenn man sich mal anguckt, wohin sind denn die Gelder geflossen von diesen 6 Milliarden Euro, die da bereitgestellt werden, und die, wo, also von dem Geld, was da bisher beantragt wurde. Ich glaube, das sind 5 Millionen Euro oder so. Also das ist wirklich nicht viel im Vergleich. Und das ist hauptsächlich am Gymnasien, denen es eh schon gut geht, geflossen, weil erstens eine starke Elternschaft dahinter war, die das auch wollten, ja, die da ein bisschen gepusht haben und die auch entsprechend Konzepte zum Beispiel umgesetzt haben. Da gibt es auch an vielen Gymnasien gibt es keinen Lehrkräftemangel, außer vielleicht in dem einen oder anderen Fach. Aber da hat man durchaus viel mehr Zeit, um sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, weil zum Beispiel auch diese ganze Arbeit mit dem Jugendamt zum großen Teil wegfällt, die man auf anderen Schulen, wo das einen riesigen Teil einnimmt, ja. Und das sind immer so, ja, wie will man das nennen, so diese unauffälligen Faktoren, warum es dann letztendlich dazu kommt, dass es zwar einerseits diese Angebote gibt, aber andererseits die Schulen dann doch nicht davon profitieren können. Und das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit daran. Und das ein weiteres gutes Beispiel, wenn ich vielleicht noch eine Sache, also Fachkräftemangel. Ja? Wir wissen, okay, wir haben einen krassen Fachkräftemangel und gleichzeitig gibt es sehr viele Jugendliche, die die Hauptschule ohne eine Ausbildung verlassen. Und dann fragt man sich, wie passt das zusammen? Und das ist dann häufig so, dass die Jugendlichen sich nicht bewerben oder tatsächlich kaum vermittelbar sind, weil ihre Bewerbungen so eine Katastrophe sind und die Betriebe sagen, okay, das geht einfach, das macht einfach keinen Sinn. Und das finde ich ist auch ein ganz schönes Beispiel, weil man kann halt nicht erwarten, dass man einfach Kinder bis zu so einem Abschluss schiebt und dann sind die total bereit zu wissen, wo sie sich bewerben, wie sie sich bewerben, und da bringt dann auch nicht ein, zwei Berufslotsinnen was oder ein überfrachteter Berufsorientierungstag, sondern da wird einfach deutlich, dass da viel mehr reingesteckt, also viel näher am Kind gearbeitet werden muss über einen langen Zeitraum von Anfang an, um wirklich eine Potenzialentwicklung oder Entfaltung dann auch zu gewährleisten. Ja, ich glaube, das ist das große Problem, dass ganz oft Programme so von oben auf die Schulen gestülpt werden, weil man es in der Theorie für ein sinnvolles Konzept hält. Und das, also deswegen schreibe ich ja auch von Mikroreform, also die Etablierung der Gemeinschaftsschule zum Beispiel, das ist keine Mikroreform, sondern das ist eine riesige Reform, wo extrem viel Energie, extrem viel Geld geflossen ist, aber im Großen und Ganzen bewegt es halt nur was auf der Mikroebene, nämlich, dass die Kinder dort sich vielleicht ein bisschen besser fühlen, an der Schule dann. Aber jetzt zu deiner Frage, also wie könnte man das etablieren? Ich würde mir halt wünschen, dass das gar nicht Aufgabe von Stiftungen sein muss, sondern dass das einfach auf politischer Ebene umgesetzt wird. Und zum Beispiel die Etablierung von multiprofessionellen Teams in Schulen, das ist eigentlich, also es ist so naheliegend und so sinnvoll. Es gibt zum Beispiel, wenn wir jetzt eben in die vorhin genannten Länder gucken, woraus besteht denn so ein multiprofessionelles Team? Also das ist natürlich, sind Lehrkräfte,
das sind Menschen aus der Sozialarbeit, das sind aber zum Beispiel auch Krankenpflegekräfte, die im Hintergrund arbeiten und zum Beispiel, oder ein Arzt oder eine Ärztin, die dann die U-Untersuchungen mit den Kindern in der Schule machen. Das klingt vielleicht für uns, die das deutsche Schulsystem gewohnt sind, fast schon ein bisschen gruselig, weil man sich denkt, okay, ich gehe in die Schule und dann werde ich da untersucht. Ja, das hat so einen Experimentcharakter. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, ist das natürlich super sinnvoll, dass gerade zum Beispiel die U-Untersuchungen, die ja hier die Eltern organisieren müssen und die Eltern auch irgendwie so ein bisschen legen können, dass es passt, dass das in der Schule erstmal von den Eltern abgefangen wird, aber auch so ein bisschen die Schule da so ein bisschen die Kontrolle hat, dass da keiner durchrutscht sozusagen. Und die Kinder sind das also auch total gewohnt, sich Professionellen zu öffnen, ja, dass sie dann halt zum Beispiel, werden die dann für diese regelmäßigen Check-ups aus dem Unterricht geholt und dann werden die nicht kontrolliert, aber es wird einfach denen einen Raum gegeben, um zu sagen, hey, was ist denn jetzt gerade bei dir eigentlich so, was sind denn deine Themen, was treibt dich gerade so um? Und wenn ein Kind dann sagt, nichts, dann ist es wahrscheinlich auch in Ordnung, ja, also da wird natürlich niemand dazu genötigt, aber die Kinder haben halt einfach wie selbstverständlich sehr viel Raum. Also das wäre zum Beispiel noch sowas, finde ich immer ganz interessant. Dann Psychologen und Psychologinnen, die an Schulen arbeiten, weil Deutschland hat ja dieses Konzept der Vertrauenslehrkraft, was eigentlich auch schon ein bisschen widersprüchlich ist. Ich habe so viele Kinder erlebt, deren Vertrauenslehrerin ihre Bio-Lehrerin war. Und ich kann das total nachvollziehen, dass wenn man da irgendwie auf der Kippe steht, zwischen 4 und 5, nicht zu seiner Biolehrerin gehen will und sagen, hey, ich habe total das schlechte Gewissen, weil ich habe schon wieder geklaut. Ich kann das aber meinen Eltern nicht erzählen, was kann ich tun? Ja, also so diese Bemühungen des Schulsystems, da irgendwie was abzufangen, sind halt ehrlich gesagt lächerlich. Und ja, das müsste einfach passieren, aber ich finde, also klar, die Arbeit von Stiftungen ist gut, ich arbeite ja auch mit Stiftungen teilweise ein bisschen beratend zusammen und so weiter, aber es müsste eigentlich aus dem, also die Stiftungen haben auch noch genügend andere Bereiche, wo sie ihr Geld reinstecken könnten und ich finde das immer toll, wenn die das in solche Projekte stecken, aber eigentlich müsste das natürlich auf politischer Ebene stattfinden und das erreichen wir halt nur, wenn wir die Schule öffnen und verzahnen, einerseits mit anderen Berufsgruppen, und andererseits aber auch eben mit Vereinen, mit Musikschulen und so weiter. Da könnte ich jetzt ewig drüber sprechen, weil es ist ein riesiger Punkt, diese Verzahnung. Und es ist super schwierig, das irgendwie immer nur auf einzelne Schulen auszulagern. Ja, also jetzt gerade ist ja das große Startchancenprogramm der Ampel in der Diskussion. Das soll ja eben genau da ansetzen, eben Schulen in benachteiligter Lage zu helfen. Und ich hoffe sehr, dass da, also da sind da auch viele Berater und Beraterinnen aus der Praxis anscheinend. Und ich hoffe halt sehr, dass da eben genau diese Dinge angesprochen werden, dass es eben diese Verzahnung braucht. Aber das ist ja auch das Problem von Ganztagesschulen zum Beispiel. Die Vereine vernetzen sich nicht mit den Ganztagesschulen oder verzahnen sich nicht mit denen, weil die Ganztagesschulen in Deutschland nicht bindend sind, sondern freiwillig. Aber eigentlich ist das Konzept einer Ganztagesschule, der Kern des Konzeptes ist die Rhythmisierung. Das heißt, dass auch Nachmittagsunterricht stattfinden kann. Wenn eine Ganztagesschule aber nicht bindend ist, sondern wie in Deutschland wieder nur so halb, also freiwillig, dann kann nachmittags kein Unterricht stattfinden. Das heißt, die Rhythmisierung kann nicht stattfinden. Das heißt, das Konzept der Ganztagesschule funktioniert nicht. Und dann sagen die Vereine natürlich, nö, da verzahnen wir uns nicht mit, weil da sind ja nur 50% der Kinder, die das nutzen. Also das Gehalt wurde ja mittlerweile in fast allen Bundesländern angeglichen, sodass Gymnasiallehrkräfte und Haupt- und Realschullehrkräfte, ja genau, ich hätte ihn nämlich jetzt als nächstes, Bayern ist da, aber ich glaube, Sie haben es doch vor, oder? Ja, der Herr Söder hat es angekündigt, sagen wir mal so. Okay, also ist auf jeden Fall auf dem Zettel. Ja, schauen wir mal, sagt man Bayern. Ja, also das war die Frage, richtig? Ob das immer noch so ist, dass sie unterschiedlich viel verdienen. Ja, also man strebt ja diese Angleichung an und ich kann ja auch nicht verstehen, warum Grundschullehrkräfte weniger verdienen als Gymnasiallehrkräfte oder jetzt andere Lehrkräfte, weil meiner Meinung nach ist diese Primärbildung eben die Grundlage und es ist auch ein super stressiger Job. Also ich finde es
glaube ich, deutlich angenehmer mit einem Kurs Goethes Faust zu lesen, entspannt mit 8 Leuten, als in einer ersten Klasse zu stehen und noch teilweise irgendwie auf dem Klo helfen und so. Das ist schon krass, was die leisten und ja, verstehe ich auch nicht so ganz, warum da Unterschiede gemacht werden. Ja, Gymnasium hat ein paar Stunden weniger. Das wiederum kann ich ganz gut nachvollziehen, weil der Korrekturaufwand auf dem Gymnasium schon deutlich höher ist. Ja, ich glaube, das kann man damit auch rechtfertigen. Aber ich glaube, auf dem Gymnasium kann ja man nur von Baden-Württemberg. Ist ja auch nochmal das Problem, dass wir 16 unterschiedliche Schulsysteme haben. Aber Baden-Württemberg sind es, glaube ich, 24 Stunden auf dem Gymnasium und 28 Stunden sind ein volles Deputat auf anderen Schulformen. Also ich glaube, einerseits hängt es mit dem Beamtenstatus zusammen, ehrlich gesagt. Da ist eine große Angst, sich so dahingehend zu äußern, glaube ich schon. Nee, es kann einem eigentlich nichts passieren. Aber also ich habe ja auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch, ich werde keine Werbung machen, aber zu Lehrerinnenausbildung und zu dieser Verbeamtungsgeschichte und so. Also ich bin überhaupt keine Beamtin, Basherin, aber ich glaube eben gerade im Kontext Schule kann man sich, also sollte man sich da zumindest ein paar Fragen stellen, ob das noch sinnvoll ist. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass so diese Verbeamtung immer das größte Lockmittel ist. Also gerade so Berlin, da wurde die Verbeamtung ja abgeschafft und das Erste, was sie gemacht haben, als sie gemerkt haben, es ist, der Lehrermangel wird so krass, war die Verbeamtung wieder einführen. Und ich finde, das sagt so viel, dass es eben für viele so diese Hauptmotivation ist. Und natürlich, eine Verbeamtung bringt super viele Privilegien mit sich. Aber wir sollten uns eben fragen, ob das im Schulkontext der richtige Ansporn ist. Also ich glaube, das ist schon eine große Frage. Dann gibt es auch super interessante Studien zu der Frage, warum Menschen Lehramt studieren. Und da ist ganz oft der Faktor Sicherheitsbedürfnis wird da groß geschrieben. Natürlich wegen der Verbeamtung und generell hat man da auch in diesen Studien zeigen können, dass Lehrkräfte, also ich bin ja selber eine Lehrkraft, ja, ich darf das ja auch sagen, einfach gerne den bequemeren Weg gehen und sich so ein bisschen mitnehmen lassen und oft auch vielleicht aufgrund von einer Orientierungslosigkeit den Studiengang wählen, mich übrigens mit eingeschlossen, beschreibe ich auch in einem Buch, nicht so richtig zu wissen, was mache ich eigentlich nach der Uni? Ah, Schule kenne ich, okay, da bin ich safe. Und das ist ganz oft die Motivation bei der Wahl des Studiengangs. Und also ganz ehrlich, ich bin davon überzeugt, wenn wir mehr Lehrkräfte hätten, und ich habe jetzt auch in verschiedenen Kolleginnen gearbeitet und es gibt da immer so diese Gruppe an Lehrkräften, die immer wollen und bla bla bla, und dann gibt es so die Bremsen. Und ich bin schon davon überzeugt, wenn das anders wäre, dann hätten wir da auch eine größere Bewegung. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass die Lehramtsausbildung da ganz viel Idealismus schon im Keim erstickt, weil wir eben im Referendariat die offene Tür als Bedrohung kennenlernen. Wir wissen im Referendariat, eine offene Tür bedeutet, jemand kommt und jemand kritisiert mich. Und da sind ganz starre Hierarchien immer noch. Und ich finde, wir sollten in der Lehrerinnenausbildung schauen, dass wir die offene Tür als eine Chance etablieren, auf Austausch. Weil das ist ja auch noch so ein Problem. Lehrkräfte waren in der Schule, an der Uni und haben Lehrerinnen und Dozentinnen gehabt und sind danach ins REF, FachleiterInnen und danach an die Schule und gucken auf ihre SchülerInnen. Aber sie kennen das nicht, sich intim auszutauschen. Also viele Lehrkräfte kennen das tatsächlich nicht, sich zu kritisieren, sich zu streiten auch mal. Das ist Lehrkräften häufig fremd, es sei denn, man sucht aktiv danach und man sucht seine Leute im Kollegium und sagt, hey, komm, wir machen mal Teamteaching an. Nee, geht nicht, schade, weil wir haben einen Personalmangel. Aber an sich, finde ich, könnte man da in der Ausbildung viel mehr machen, dass man da von Anfang an das etabliert, den Austausch. Und ich glaube, dann...
Ja, das ist natürlich, also ich sag mal, die Eltern, die das, die es betrifft, deren Kinder jetzt, sag ich mal, abgehängt werden, die haben natürlich nicht die Kapazitäten, da was anzutreiben. Und die anderen Eltern, nach meinem ganz persönlichen Empfinden ist da nicht so viel Motivation, was zu ändern, weil es das eigene Kind eben nicht betrifft. Und ich finde, es ist auch nicht, es ist überhaupt nicht Aufgabe der Eltern, zum Beispiel jetzt zu sagen, so, ich stecke jetzt mein Kind in die Brennpunktschule, einfach nur um ein Zeichen zu setzen. Ich finde das auch total der falsche Weg und kann ehrlich gesagt Eltern auch verstehen, die einfach gerade, ja genau, also hier Jonas Mutter, so heißt er doch, oder? Habe ich schon wieder vergessen, wie ich ihn genannt habe. Alle Namen geändert, natürlich. Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich wäre auch so eine Mutter. Ja, also erstmal danke auch an dich, dass du nochmal das betont hast, dass es durchaus eine schöne Arbeit sein kann. Das ist ja tatsächlich so. Und ja, also ich habe immer das Gefühl, es passiert total viel und die Leute sind da total sich bewusst mittlerweile darüber und stoßen ganz viel an. Und du hast ja auch jetzt von der Internet-Community gesprochen, von der wir ja auch beide Teil sind. Und ich habe das Gefühl, dass es ein Bubble-Effekt ist, ja, ehrlich gesagt, weil wenn ich dann mal so nicht in dem Thema irgendwie unterwegs bin, sondern ganz anders und dann zufällig auf dieses Thema irgendwie gestoßen werde, dann merke ich so, ah, okay, nee, das ist da. Also ich glaube, es passiert sogar noch relativ wenig, ja. Wobei, ja, also ganz kurz vielleicht noch dieses Startchancenprogramm, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, das ist ja so ein ganz riesiges Projekt, zumindest wird so ein bisschen so hingestellt und von daher kann man ja schon sagen, dass politisch was passiert, aber wie gesagt, also die Etablierung von verschiedenen Schulformen, Gesamtschule und so, da ist ja dann auch auf Dauer nichts Großes dabei rumgekommen. Ne? Ich glaube, es ist halt einfach so super kompliziert, dass jetzt auch auf Bundesebene, also weil ich finde schon, dass der Föderalismus und das ist Ländersache, das ist auch einer der springenden Punkte, aber das eben auf Bundesebene dann zu regeln und diese Gesetzesveränderung durchzukriegen, es ist einfach so eine riesige Baustelle. Wer schreibt sich das auf seine politischen Fahnen? Ne? Das ist natürlich, das hat ganz viel natürlich mit Mut zu tun, sowas zu wollen. Also es ist eigentlich schon auch so vorgesehen, dass jetzt einmal auf organisatorischer Ebene die Eltern viel mehr mit einbezogen werden. Also dass es zum Beispiel diese digitale Plattform gibt. In Finnland heißt sie jetzt Wilma, wo zum Beispiel Eltern ihre Kinder online krank melden können. Ja, einfach so diese Abläufe erleichtert werden, wo man aber auch ganz schnell mal Kontakt einfach mit der Lehrkraft aufnehmen kann, wo die Lehrkraft wiederum gegenchecken kann. Also dass halt einfach die ganze Schule, Eltern, Hausmeister, alle miteinander vernetzt sind. Ja, aber da, also es ist schon der Anspruch, dass da zum Beispiel dann auch die Sozialarbeit eng mit den Eltern zusammenarbeitet. Ne? Dass sie zum Beispiel auch mal in die Familien reingehen, dass da einfach ein persönlicher Kontakt besteht, dass so ein Sozialarbeiter ein Kind vielleicht auch über mehrere Jahre und dessen Familie begleitet. Also das ist schon auch vorgesehen. Ja, also Thema Berufsorientierung ist auch ein riesiges Thema und auch, muss ich sagen, mittlerweile eins meiner Lieblingsthemen. Ich war jetzt neulich bei der IHK
für einfach mal ein bisschen darüber sprechen und habe genau das auch angebracht, dass doch eigentlich im Sinne der Betriebe und Unternehmen liegen müsste, da mehr in die Schulen reinzugehen und Leute zu schicken und auch extra Leute für einzustellen und so, die die Schulkommunikation übernehmen. Und die sind dann total wütend geworden und haben gesagt, das wollen wir immer, aber die Schulen, die kooperieren da nicht. Also ich glaube, da ist einfach ein riesiges Kommunikationsproblem, also generell zwischen Schulen und Unternehmen. Wobei die IHK jetzt auch gesagt hat, dass die Schulen immer bestrebt sind, das muss halt immer genau zu den Sommerferien passen. Und jetzt, ich komme ja auch bei so einem Dreiländereck, da ist dann nochmal komplizierter. Also ich glaube, da ist einfach, hapert so ein bisschen an der Kommunikation. Und dann spielt der Lehrplan noch eine große Rolle, ja, dass es halt auch sehr viel um Stoffvermittlung geht und einfach kein Raum dafür im Lehrplan da ist. Ich weiß aber, dass es bei der Berufsorientierung sehr große Unterschiede gibt, auch je nach Schulen. Also es gibt auch Schulen, die das Fach Berufsorientierung zum Beispiel ab der 5. Klasse haben. Dann gibt es sehr viele Schulen, die das haben, aber streichen müssen aufgrund von Personalmangel. Dann gibt es wiederum Schulen, wo Eltern kommen und erzählen, hallo, ich bin Biologe, was bedeutet das? Also das ist ganz unterschiedlich, aber ja, auch dazu gibt es ein Kapitel. Ja, das ist eine sehr gute Frage, die mir auch sehr häufig gestellt wird, weil natürlich ist es jetzt auch notwendig, schnelle Schritte einzuleiten. Also der Abriss des Bildungssystems und Neuaufbau, den kriegen wir nicht von heute auf morgen hin. Und gleichzeitig sind uns natürlich die Hände gebunden, wenn wir keine Menschen haben, die es umsetzen, all diese Ideen, dann, also Lehrkräftemangel jetzt gerade total akut. Es ist schwierig, aber ich glaube, dass die Bestrebungen, jetzt erstmal den Schulen ganz unten wirklich zu helfen, also wirklich zu sagen, okay, wir gehen in die Schulen rein und wir gucken, was sind die individuellen Probleme der einzelnen Schulen. Bei der einen Schule ist das vielleicht die digitale Ausstattung, bei der anderen Schule ist das vielleicht die Schulhofgestaltung, bei der nächsten sind das zu viele Kinder, die aus extrem problematischen Elternhäusern kommen, da brauchen sie vielleicht mehr Sozialarbeit oder so. Also, dass man wirklich Leute dahin entsendet und denen ganz konkrete Hilfe vor Ort anbietet. Und damit ist dann auch gemeint, dass zum Beispiel diese bürokratischen Abläufe, die damit verbunden sind, von der Schulleitung genommen werden. Also dass man tatsächlich sagt, ich bin jetzt auch keine Bildungspolitikerin, aber dass man sagt, okay, wir schicken in diese Schule Leute, die diese Programme vorantreiben, die Umfragen machen, die kommunizieren wiederum und die Verteilung der Mittel dokumentieren und so. Also dass man das den Schulen schon mal wegnimmt und dann halt einfach sagt, okay, hier finanzielle Möglichkeiten. Wir fangen ganz unten an bei diesen Schulen, die eben die großen Probleme haben und dann nach und nach, Schritt für Schritt, können wir uns so vielleicht annähern und dann ja, größer denken. Klar, am besten hat man natürlich noch irgendwie so eine Schnittstelle, dass man öffentlich in irgendeiner Art und Weise präsent ist. Aber also wenn jetzt zum Beispiel ich an so eine Schule gehen würde, dann würde ich darüber schreiben. Und es gibt mit Sicherheit viele vergleichbare Leute, die vielleicht so Schulkontexterfahrung haben und aber auch in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen diesen Link in die Öffentlichkeit. Glaube ich schon, dass man da fündig würde. Ich finde es ganz toll, ich finde das ganz toll, dass jemand hier ist, der das aus eigener Erfahrung nochmal sagt, dass das in Finnland einfach läuft. Ja, weil das wird einem so oft abgesprochen und es ist einfach so. Ich hatte eine finnische Schülerin, die den umgekehrten Weg gemacht hat, wo sie erst in Finnland 10 Jahre auf der Schule war und dann aufs Gymnasium hier in Deutschland gekommen ist. Und die war echt schockiert. Ja? Also das Erste, womit die konfrontiert wurde, war der Vertretungsplan auf dem DIN A4-Zettel, wo sich alle vorgestellt haben und nichts lesen konnten. Und sie hat gesagt, warum habe ich das nicht auf meinem Handy? Und ich finde das super, dass sie das jetzt gerade nochmal erwähnt haben, weil es läuft einfach da, das muss man so sagen. Und ja, da fließt natürlich viel mehr Geld.
Ja, ich würde mich da vielleicht so ein bisschen an deinem Vorredner orientieren wollen, weil das hat, glaube ich, einfach was mit einer Haltung zu tun und auch also mit einer gesellschaftlichen Haltung. Ich glaube, wir werden mit so einer Haltung nicht eine solche Schule flächendeckend etablieren, wenn wir sagen, so jetzt hier habt ihr alles, was ihr braucht, jetzt guckt mal, wie ihr damit zurechtkommt. Wenn wir mit der, also die Haltung haben wir ja zum Teil, und wenn wir damit weitergehen, dann wird das einfach nicht passieren. Also ich glaube, es schließt sich einfach beides aus. Entweder wir etablieren diese Schule ausschließlich diese Schule, dann haben wir aber auch eine andere Haltung und dann werden wir solche davon auch nicht ausgehen. Oder es geht so weiter wie bisher, ist so meine Vermutung. Ich glaube, wir müssen schon auch realistisch bleiben. Natürlich kann ein Bildungssystem das nicht 100% abfangen, das Elternhaus, ja, also die soziale Herkunft. Am Ende gehen die Kinder nach Hause und haben die Erlebnisse, die sie eben haben, und bringen das mit, was sie mitbringen. Also ich glaube, da das wäre auch naiv zu sagen, Schule kann das alles komplett regeln und alle sind gleich. Nein, die Unterschiede werden trotzdem spürbar sein, aber halt gepuffert. Und das ist ja halt das Mindeste, was wir wollen müssen, finde ich. Okay, also zuletzt nur noch ein ganz kurzer Textabschnitt. Und ich glaube, das passt jetzt hier auch total gut rein, weil wir jetzt sehr viel darüber gesprochen haben, was können wir tun und was können auch Lehrkräfte tun. Und ich glaube, so der Konsens ist jetzt auch, wir müssen uns wagen, ja, und wir müssen raus aus den, aus unseren Gewohnheiten und Neues, also Mut für Neues haben. Und deswegen sage ich immer, wir müssen raus aus unserer Komfortzone. Und wie man aus seiner Komfortzone heraustritt, hat mir eine Schülerin sehr eindrücklich gezeigt. Und von ihr würde ich jetzt zum Ende noch gerne erzählen. Und diese Schülerin heißt Zainab. So habe ich sie genannt, wie gesagt, am Namen geändert. Wie man die eigene Komfortzone verlässt und die Perspektive wechselt, hat mir Zainab aus der 9. Klasse gezeigt. Zainab ist eines der Mädchen, vor dem andere Mädchen Angst haben. Zumindest die, die nicht mit ihr befreundet sind. Sie ist laut, sie beleidigt jeden sofort, der ihr dumm kommt. Sie schubst diejenigen aus dem Weg, die nicht von selbst Platz machen. Ihr kleiner, kompakter Körper ist voller Energie und sie schmückt ihn mit High-Waist-Jogginghosen, Goldkette und sehr viel Make-up. Ihre dunklen, immer geglätteten Haare fallen als wippender Pferdeschwanz aus ihrem Basecap heraus. Mit Zainab legt man sich besser nicht an. Um ihr Image aufrechtzuerhalten, erfüllt sie ihr eigenes Klischee in Perfektion. In der Regel sitzt sie kaugummikauend und genervt auf ihrem Platz und lässt sich um Selbstverständlichkeiten bitten. Nimm die Füße vom Tisch. Pack den Eyeliner weg. Wach auf. Ihr ernsthaft böse zu sein, fällt trotzdem schwer. Schließlich habe ich schon einige Beauty-Tipps von Zainab bekommen und mit dem Verteilen von Komplimenten ist sie mindestens so großzügig wie mit dem Verteilen von Zigaretten unter ihren Freundinnen. Es ist mir nie gelungen, Zainab aus der Reserve zu locken, egal wie sehr ich mich anstrengte. Sie dazu zu bekommen, etwas an die Tafel zu schreiben, einen Text laut zu lesen oder etwa ein Plakat vorzustellen, keine Chance. Klar, so angreifbar vor der Klasse zu stehen, kann einen derben Knick im Image bedeuten. Deswegen blieb Zainab lange an ihrem Platz und gab die Version von sich preis, mit der sie am einfachsten lebte. Bis zu einer Stunde in den letzten Tagen vor den Sommerferien. Im Hauptschulzweig geht in der 9. Klasse zu dieser Zeit im Jahr normalerweise nichts mehr. Für die meisten Kids endet die Schule bald. Die Noten stehen zum größten Teil fest und entsprechend gering ist die Motivation, noch etwas zu reißen. In dieser 6. Stunde erwarte ich also nicht viel. Als Zainab plötzlich bei der Besprechung eines Arbeitsblatts energisch den Finger hebt, höre ich ihr überrascht zu. Frau Graf, sorry, aber es ist so assi langweilig. Zainab langweilt sich oft. In der Regel schminkt sie sich dann oder geht aufs Klo. Dass sie sich mit diesem Problem so direkt an mich wendet, ist noch nie vorgekommen. Okay, Zainab, was langweilt dich denn so? Das Thema oder was genau, frage ich sie. Alles. Das ist so, keine Ahnung. Sie labern einfach was und keiner hört zu, aber alle machen einen auf. Was würde dir denn besser gefallen, frage ich sie. Jetzt lehnt sie sich mit verschränkten Armen zurück und antwortet gelassen, ich weiß nicht, Sie sind doch die Lehrerin. Also halte ich ihr die Kreide entgegen. Du kannst gerne übernehmen. Ich bin sicher, dass Zainab auch heute nicht vor die Klasse treten und sich zum Affen machen wird.
auch wenn ihre Schullaufbahn nur noch einige Tage dauert. Sie hat einen Ruf zu verlieren. Ich denke den Gedanken kaum zu Ende, da springt Zander plötzlich auf und nimmt mir die Kreide aus der Hand. Voilà, ich kann das, sagt sie und trommelt sich auf die Brust, während sie und ihr Pferdeschwanz nach vorne an die Tafel wippen. Die Klasse bricht in Gelächter aus, was zu erwarten war, und ich warte noch kurz ab, ob sie es wirklich ernst meint. Dann setze ich mich auf ihren Stuhl und nicke ihr zu. Also los. Okay, Sami, halt's Maul, schreit sie zur Einstimmung ihren Mitschüler an, und Sami murmelt zwar noch etwas von chill dein Leben, wird dann aber sofort ruhig. Im Klassenzimmer kehrt Stille ein. Zeynep zupft ihren Pullover zurecht und spricht in glasklarem Superdeutsch zu mir und ihren MitschülerInnen. Oh, Entschuldigung, so sprechen wir hier natürlich nicht, nicht wahr? Sie zieht ihre Augenbrauen hoch und nickt mir energisch zu. Jetzt schaut sie auf das Arbeitsblatt, an dem ich vorher im einschläfernden Alleingang gearbeitet hatte, und schreibt die erste Frage an die Tafel. Wer möchte? Ja, bitte du. Zeynep spitzt ihren Mund und hebt den Zeigefinger wie eine alte Dame, während sie die Augen zusammenkneift. Ja, ganz richtig, gut gemacht, sehr schön. Na gut, weiter geht's. Wer kann mir die nächste Antwort sagen? Während die anderen lachen, sich melden und Zeynep ab und zu als Clown beleidigen, drängen sich mir auf ihrem Sitzplatz gemischte Emotionen auf. Zeynep steht da vorne so grundsätzlich verändert. Diese Rolle, ihre Gesten, ihre Mimik, das alles zeigt mir eine andere Seite von ihr, eine, die ich ihr nie zugetraut hätte und die mich rührt und beeindruckt. Zeynep ist in diesem Moment so angreifbar wie stark, so aufgesetzt wie real, so vernünftig wie unvernünftig. Zeynep hat sich aus ihrer Komfortzone herausbewegt. Sie hat etwas Neues gewagt und alle überrascht. Sie hat gezeigt, ich kann auch anders. Sie hätte sich jetzt auch schminken gehen können. Sie hätte rauchen gehen können. Stattdessen hat sie der ewigen Langeweile ihren Mut entgegengesetzt und uns allen die denkbar beste Schulstunde beschert. Am Ende der Stunde mit einem vollendeten Tafelbild und herausströmenden SchülerInnen, die in Zeynep für eine Stunde die perfekte Lehrerin hatten, sage ich ihr, wie toll ich das fand und wie mutig. Ist so, jetzt wissen Sie, wie es geht, sagt sie und schmeißt sich ihren Rucksack über. Ja, es sind ganz wichtige Punkte. Also geht ja vor allem auch schon sehr konkret in die Unterrichtsgestaltung und auch in den Lehrplan. Ich kann da nur an zum Beispiel Bob Blume, der hat 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, geschrieben. Und ich finde, weil ich bin ja eher so auf der Ebene, so das große Ganze, und er geht aber ganz konkret in die auch Unterrichtsgestaltung rein und hinterfragt auch die Notengebung und so. Und das fand ich sehr schön, also wenn man sich dafür interessiert, da vielleicht mal reinzugucken, weil er eben das auch ganz schön aufdröselt, finde ich, was das bedeutet, wenn wir unsere, dass wir unsere SchülerInnen immer notenbezogen erziehen, ja, immer leistungsbezogen, und diese Fixierung auf die Stoffvermittlung und so ganz konkrete Inhalte, die da weitergegeben werden sollen, die dann am Ende benotet werden, wie dieses System auch ineinander greift und gerade solche Anliegen dann auch irgendwo verdrängen oder so auch irgendwo im Keim ersticken, weil die SchülerInnen das so gewohnt sind, dass nur am Ende die Note zählt, die da eben steht. Also finde ich einen super wichtigen Punkt, und gibt es ganz viele tolle pädagogische Ansätze, die damit auch arbeiten. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, dein Buch vorgestellt hast. Wir haben hinten noch ein paar Exemplare, wer eins gekauft hat. Ich denke, die Lisa unterschreibt auch gerne noch mit rein. Wir möchten unseres auch gerne unterschrieben haben im Anschluss. Und vielleicht können wir, wenn du noch ein Buch schreibst oder weitere Artikel, vielleicht kommst du mal wieder. Würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke auch. Vielen Dank.